RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. So ein Mist. Nun hocke ich hier in der Bude schon 10 Minuten und das um diese Uhrzeit, ey. Das ist das letzte. 7.50 Uhr. Das ist nicht normal. Das ist mitten in der Nacht und ich muss aufstehen, ey. Hey, Mord, du Hartz-IV-Terrorist. Was machst du denn hier? Hast du auch einen Lehrgang? Oder hast du dich nach unserer Ziehung gestern verlaufen? Fat, ich und Lehrgang? Vergiss es, Alter. Ich hab hier Werner abgeliefert. Du weißt doch, der kann sich nix, aber auch absolut nix merken. Und was machst du hier? Ich lauf immer morgens früh um 7 bei mir los. Und ja, erster Pitstop ist dann hier, ne, bei Inge in der Kantine und ein Bierchen zapfen. Ja, ist echt toll, Alter, aber ich war vorhin da unten und da gibt's kein Bier. Ey, ich hatte nämlich einen tierischen Brand und die meinte nur, hier gibt's nichts zu trinken. Ja, da hast du recht. Ich bringe der Inge immer ein Bierchen mit und dann lästern wir ab über die ganzen Lehrgängler, die hier rumtümpeln. Das ist echt geil im Sommer. Naja, und nun, hocken wir hier. Aber du, Lenny, da in dem Schrank, da ist sicher so ein TV-Ding drin. Wollen wir mal schauen, ob das Ding geht? Ich meine, die können uns ja hier nichts. Naja, meinst du, wir bekommen einen Sender rein? Ich meine, Alter, die haben doch kein TV-Empfangskabel, geschweige denn eine Sat-Anlage. Aber let mal probieren. So, hier ist die Fernbedienung. Ich klicke mal Power und... Gib mal den Schaltknüppel her, Alter. Ich starte mal den Suchlauf. Eventuell bekommen wir ja wenigstens Busmuckel-TV rein. Ach du Scheiße, das Ding mit dem Gülski, meinst du? Meinst du, die verlosen da auch morgens schon was? Naja, lass mich mal überraschen. Ich hab da eh die Theorie, die meisten Kloppis rufen da eh nur morgens an. Sei mal leise, Lenny, der Gülski macht gerade seine erste Frage. Ich bin ja mal gespannt. Kommt sicher wieder, wie heißt der schiefe Turm in Pisa? Oh, meinst du? Warte, ich überlege. Das ist ja der Lemmerer Turm, ja? Das ist es. Ich ruf da gleich mal an mit Werners Handy durch, sag mir mal die Nummer, Mord. Lenny, du Rübe, das war zum einen nur eine Fake-Frage von mir und zum anderen wäre die Antwort der schiefe Turm von Pisa gewesen. Oh Mann, und zack, nun hättest du 99 Cent verloren. So, nun sei aber mal leise. Ich stelle gerade eine neue Frage. Da kannst du Flug für 2 Personen in die USA gewinnen. Für 3 Tage. Eine Reise mit allem drum und dran. Oh geil, na dann halte ich mal meine Bubble und schau mir die ganze Show mal an. Oha, ich weiß es. Das ist der Bart, Alter, das ist der Bart. Warte, ich klingel da jetzt durch. Kannst du Stroh 90 drauf nehmen? Lenny, du glaubst doch nicht echt, dass du da durchkommst. Hey, verschwendest nur Werners Geld. Mir absolut ist egal, mein Bester. So, nun leise. 0815, dreimal die 4. Oh, mein Handy klingelt. Wird sicher Caro sein. Die will sicher, dass ich was von Bäcker mitbringe. Ich dachte mal kurz raus, damit ich dich nicht störe. Ja, Alter, verschwinde. Ich brauche meine Ruhe. Ich will gewinnen. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, dass das der Bart ist. Och, scheiße, Mord. Ich hab mich vertippt, Mann, echt scheiße, dass du auch so eine ganz einfache Gameshow-Nummer hast. Tja, Alter, das nennt man moderne Telefonkommunikation, indem man halt auch Geld verdient mit Leuten, die wo anrufen. Ach, ist mir Hupe, mein Bester. Ich quäl nochmal, bis gleich. Okay, bis dann. Lenny, du alte Hupe. Ach, ist doch egal. Da hat so eine Tante angerufen und versagt. Und nun sei leise, Alter. Ich bin durchgekommen. Hallo, hier ist der Mürgen. Wer ist da? Ja, hallo, hier ist der Lenny. Grüß dich, Lenny, mein Freund. Ja, ich rufe aus Berlin an. Ich würde sagen, der Mario, ne? Ich suchte Mario. Den Bart, ja, oder so, ne? Lenny? Das ist falsch. Ach, das konnte ja nicht gut gehen, du Hullnuss. Das sind die 2 aus Berlin-Mitte, Alter. Gib mal das Handy rüber. Ich mach mal Wahlwiederholung mit ein bisschen Glück. Bin ich gleich durch. Glaubst du echt? Die suchen die. Mensch, das kennt doch kein Schwein. Ja, das ist doch ihre Taktik, Alter. Die wollen das so. Und sei mal leise. Und da hat er wieder zugeschlagen. Ja, bitte, wer ist da? Der Mord, Montage. Montage? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich kenne dich noch von früher. Ja, Mörgen, das macht schon Sinn. Unsere Sendezeit wird knapp. Wie lautet die Antwort? Also, ich habe die ganze Zeit überlegt und denke mal, die Antwort ist die 2 aus Berlin-Mitte. Also wenn du mich fragst, ich mache dir ein Angebot, ich gebe dir 200 Euro und du verzichtest auf deine Antwort. Das macht knapp 85 Bier in die Schenke. Wenn ich mir das mit meinem Kumpel teile, bleiben ja nur 40 für mich. Nö, das ist mir zu wenig. Ich nehme die Frage. Komm, 400 Euro, mein letztes Angebot. 400 Euro und du verzichtest auf die Antwort. Komm. Ich will jetzt eine Lösung haben. Boah, du hast gewonnen. Ja, du hast die USA-Reise für 2 Personen gewonnen. Hammer. Boah, super, das finde ich gut. Mord, dann erzähl doch mal bitte unseren Zuschauern, wen du mit in die Staaten nehmen willst. Weißt du das schon? Mein Kumpel Lenny und Dicker machen uns ein paar schöne Tage in den States.
Das gibt's doch nicht. Ich piss mir ein, Alter. Wir haben gewonnen. Ey, geil. Weißt du eigentlich, dass das erste Mal ist, dass wir was gewonnen haben und dann direkt eine Reise? Ich bin auch total verblüfft, dass es so einfach ging. Aber wir haben es ja gepackt, ey. Alter, pack die Koffer, wir fliegen in die USA. Aber was mache ich denn mit Caro? Erstens sind das nur 3 Tage und zweitens kannst du ihr ja erzählen, dass du zum Bund musst, dass die dich eingezogen haben. Und wenn wir dann in 3 Tagen wieder zu Hause sind, sagst du, du bist untauglich. Ey, Lenny, die Idee könnte glatt von mir sein. Das ist so genial. Also morgen 9.30 Uhr, Berlin-Tempelhof. Nee, Tegel, Alter. Tempelhof haben sie doch vor Jahren dicht gemacht. Also gut, Berlin-Tegel, Flughafen morgen, 9.30 Uhr. Okay, bin ich bei, Und nun trinken wir erstmal 3. Berlin.